Herzlich willkommen zur ersten deutschen Chiptrick-DVD. Neben mir habe ich den Weltmeister der Chiptricks, Anders The E-Man Lundqvist. Er hat dreimal in Folge bei 21 Ace die World Championship gewonnen und wird uns heute helfen, euch möglichst viele Chiptricks beizubringen. Mein Name ist Rolf von der Locht. Ich werde durch die heutige DVD führen. Ich bin ein absoluter Chiptrick-Dummy und wir haben gedacht, das ist die richtige Kombination. Ein Weltmeister und ein Dummy, um wirklich die Eigenheiten der einzelnen Tricks und die Schwierigkeiten und die Punkte, auf die man achten muss, besonders gut darzustellen. Chiptricks ist das Medium, mit dem man am Pokertisch seine Gegner am meisten irritieren kann und sich als ausgewiesenen Spezialisten positionieren kann. Shuffle, das Mischen von Chips, ist eine der häufigst gesehenen Kunststücke. Die zwei Chip-Stacks sollten gleich groß sein. Das heißt, wenn man vor sich einen Chipstack liegen hat, sollte man den versuchen zu halbieren. Dann werden die Chips einerseits von der Seite und von der Seite gegriffen. Von links mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger und von rechts mit dem Daumen und dem Zeigefinger. Der Mittelfinger hilft, die Chips ineinander zu schaffen. Das heißt, er hebt nur leicht an und lässt dann durch den Druck von den Seiten die Chips langsam ineinander gleiten. Der nächste Trick heißt Twirl. Wir haben hier zwei verschiedene Chipfarben genommen, um zu verdeutlichen, dass ein Chip, nämlich der aus der Mitte, gedreht, getwirlt wird. Als nächstes zeigen wir Chip Roll. Hierbei geht es also darum, eine beliebige Anzahl Chips von einer Hand in die andere rollen zu lassen. Das ist ein optisch sehr schöner Trick, er ist relativ einfach. Bounce. In Casinos hat man meistens Tische, wo die Chips sehr gut springen. Auf einem normalen Küchentisch ist dieser Trick fast nicht zu performen. Bei einigen Tischen reicht es, wenn man den einfach fallen lässt und dann ist er drauf. Als nächstes kommt Finger-to-Finger-Twirl. Das ist jetzt nicht nur ein einfacher Twirl, das ist ein Doppel-Twirl plus einem draufgesetzten. Das ist also auch eine Kombination von mehreren Moves hintereinander. Als nächstes zeigen wir Five Coin Star. Das Kunststück ist eigentlich eine Erweiterung des Butterfly. Halte die zwischen Daumen und Zeigefinger. Die anderen Chips sind unten zwischen kleinem Finger und Ringfinger. Der Mittelfinger zieht die auseinander und ich habe jetzt hier einen fünften Chip zwischen kleinem Finger und Ringfinger. Das heißt, zwischen diesen beiden Fingern sind zwei Chips. Also wir haben hier den normalen klassischen Butterfly und nun haben wir hier zwischen kleinem Finger und Ringfinger zwei Chips gehabt. Und den einen lassen wir rausrollen in die letzte Position zwischen kleinem Finger und Daumen. Das ist unser fünfter Chip. Ohne diesen Chip wäre es praktisch der Butterfly. Das heißt, ich muss ihn hier mit dem Ringfinger auslassen, ohne den zweiten Chip loszulassen, damit der hier rausrollen kann in die finale Position, die natürlich beim Anders deutlich schöner ausschaut als bei mir. Und dann habe ich hier den Five Coins Star. Das Wichtigste bei den Chip-Tricks ist lernen, lernen, lernen. Nur durch viel, viel Übung kann man einen ähnlichen Perfektionsgrad erreichen wie Anders. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.